Willkommen im Warnlaboratorium. Mal wieder. Mit Undertale. Beim letzten Mal habe ich mich vom Reaper Bird ganz schön durchknattern lassen. Gehen wir mal nach rechts. Und jetzt stopfen wir uns mit Burgern voll, um einen doppelten Bypass zu bekommen. Ja. Naja. Wer war dran? Ich glaube, ne? Ich war das, glaube ich. Nein, Antrag Nummer 11. Nun, seit da Metaton ein großes, habe ich niemanden mehr zum Reden. Außer wenn er mich fragt, wann sein Körper fertig ist. Aber ich habe Angst, wenn ich mit seinem Körper fertig werde, wird er mich gar nicht mehr brauchen. Dann werden wir keine Freunde mehr sein. Um es nicht zu erwähnen, aber jedes Mal, wenn ich daran arbeite, sehe ich irgendwie schon spitzig. Ja, ja. Da ist ein kleiner Schalter an der Wand. Natürlich. Ja, yeah, press the button. Oh, nice. Oh, nicht so Menno. Nice. Ich finde dieses Smiley-Gesicht am Anfang ja auch immer ganz süß. Much wow. Wow. Das ist, Amalgam-Doge. Come at me, bro. Ich weiß nicht warum, aber ich sag immer Doge. Irgendwie so französisch. Ich kann es mir nicht erklären. Amalgamate, was? Alles klar. Boah, das ist creepy, wie sich das gerade anhört. Aber guck mal, ich finde das so schön, wenn du mal genau zwischen die Beine guckst, siehst du Katzen sitzen. Das ist echt nice gemacht. Manche sagen, dass das Hunde sind. Für mich sind das eher Katzen. Ja, für mich eigentlich auch. Pet. Zu weit weg. Ich habe nur die Luft gepettet. Also diese Musik gerade eben. Ja, muss ich mich später anhören. Ignore. Wir haben versucht wegzusehen, aber... Ja, es erscheint überall, wo du hinsiehst. Au. Raketenhund. Kannst du mal aufhören? Was ist Becken? Puh, keine Ahnung. Mach einfach mal. Wir spielen einfach mal. Warum nicht? Oh. Ich will spielen... Es aber nicht. Au. Du hast halt ein paar Geschenke mitnehmen sollen, das haben wir doch von Alphys gelernt. Wir haben nach Amalgamate gerufen. Ja. Ja. Kommt und... Bäh. Oh, Raketenhund. Es trifft mich immer wieder. Hilfs. Oh Gott, das war knapp. Blutzucker und so. Ey, wir haben doch einen Stock. Vielleicht funktioniert der Stock irgendwie. Das ist es. Autsch. Wir haben den Stock geworfen und ja, der Hund ist hinterhergerannt. Wir haben Fangen für eine Weile gespielt. Oh yeah. Geile Idee. Ist mir gerade nur aufgefallen, als du dich vollgefressen haben hast. Haben wir jetzt dafür was bekommen? Nee, ich glaube nicht. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal zwei Schlüssel. Eintrag Nummer 15. Es sieht so aus, als wären die Forschungen eine Sackgasse gewesen. Aber zumindest haben wir ein Happy Ending daraus bekommen. Fragezeichen. Ich habe die Seelen zu Asko zurückgeschickt und das Gefäß in seinen Garten zurückgebracht. Ich habe ja all die Familien angerufen und ihnen gesagt, dass jeder am Leben ist. Ich werde morgen alle zurückschicken. Smiley! Das ist schön. Ich glaube, das hört sich wie eine ziemlich schlechte Idee an. Eintrag Nummer 16. No. Nope. Okay, wir können jetzt hier rein. Ja, lass mal reingehen. Oder duscht jemand gerade? La la la, pack das Ding ein, es ist ein Kind anwesend. Oh, schnell. Ein grüner Schlüssel. Jetzt haben wir 3 von 4. Jetzt wird noch der blaue, ne? Ja. Oh, das sieht sehr einladend aus. Da ist eine Notiz auf dem Boden, mal sehen. Und der Bettdecke. Ja. Haben Danke. Wir ja schon. So, klick! Passt perfekt rein.
Lesen wir jetzt den Eintrag da drüben. Eintrag Nummer 4. Ich habe Menschen erforscht, um rauszufinden, ob es irgendwelche Infos über ihre Seelen gibt. Snooping. Ah, Snooping ist so... Schnüffeln? Ja, in etwa so genau. Umschnüffeln. Es hat damit geendet, dass ich ums Schloss herum geschnüffelt bin und diese seltsamen Tapes gefunden habe. Bänder halt eben. Es sieht wohl nicht so aus, als hätte Asko sie angeschaut. Ich denke auch nicht, er sollte das tun. Jetzt fühle ich mich alt, weil es höchstwahrscheinlich VHS-Kassetten sind. Ja. Oh Gott. Ja. Ja. Oh Gott, jetzt fühle ich mich auch alt. Meine Mutter hat dann hinten so ein Regal, wo dann noch die ganz alten Dinger drin stehen. Ich weiß nur, als ich jünger war, dass halt man immer geguckt hat, wann die Lieblingssendung kommt und ob man sie mit aufnehmen konnte. Genau. Oh. Das ist ein VHS-Player mit ein paar ausgewählten Bändern nebendran. Sie scheinen in einer gewissen Ordnung angeordnet zu sein. Ja, wir schauen eins an. Schauen wir mal eins. Psst, Gori, wach auf! Was ist denn los, meine Liebe? Und warum hast du die Videokamera? Shh! Ich möchte deine Reaktion hören. Gori, was ist mein Lieblingsgemüse? Karotten, richtig? Nein, nein, nein! Mein Lieblingsgemüse ist... Was ist Edamame? Den wird man wahrscheinlich nur auf Englisch verstehen. Was ist das für ein Gemüse, was sie meint? Keine Ahnung. Verstanden? Geh zurück ins Bett. Nein, nein, nicht jetzt. Wenn ich ein Hund wäre, welche Rasse wäre ich dann wohl? Keine Ahnung. Welche Rasse wärst du denn? Ich wäre ein... Oh mein Gott. Autistic Screech. Kann ich nicht einfach sagen, Schatz, ich bin schwanger? Ja. Gott. Du bist sicherlich aufgeregt, dass du bald ein Kind haben wirst. Weißt du, wenn du weiter Witze wie diese machen wirst, eines Tages wirst du dann ein berühmter Momedian. Lach mit mir, Tori, lach mit mir. Lach mit mir. Ich geh ins Bett. Hey, come on. Der war wirklich witzig. Ich weiß, ich würde dich nur ärgern. Gute Nacht. Gute Nacht. Na super, oh mein Gott, vielleicht ist es hier drin zu dunkel, dass das Video sichtbar ist. Das war wohl irgendwie knuffig mit der Musik. So, wir haben noch andere Bänder zu gucken. Tape 2. Wenn die auch so dunkel sind, oh Mann. Okay, Chris, bist du bereit? Wozu? Do your creepy face. Moment. Ich hab grad schon meine Finger. Okay. Moment, wenn ich mein Creepyface machen muss, dann muss ich eigentlich nur normal gucken. Wie war das nochmal mit Autistic Screeching? Ah! Sucks to be me. Oh, warte. Ich hatte die die Verschlusskappe vorne drauf. Warte, du wirst es nicht normal tun? Ach komm schon. Hör auf mich zu ärgern. Oh, das war Asriel. Von dem man soweit eigentlich bisher, glaube ich, gar nichts weiß, ne? Ja. Fuck! Howdy, Chris. Lächel für die Kamera. Haha! Diesmal habe ich dich dran gekriegt. Ich habe die Kappe draufgelassen. Und zwar mit Absicht. Asriel, you're dead to me. Jetzt hast du ohne Grund gelächelt. Haha! Was? Oh, ja. Ich erinnere mich. Wir haben versucht, Butterscotch-Kuchen für Dad zu machen, richtig? Das Rezept besagte, dass man Tassen mit Butter nehmen soll. Aber stattdessen haben wir Buttercups, also Butterblumen, genommen. Ja, diese Blumen haben mich wirklich krank gemacht. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Wir haben Mom wirklich aufgeregt. Ich hätte es weglachen sollen, so wie du. Nun ja...
Wo gehst du damit hin? Hä? Die Kamera abschalten? Okay. Da habe ich in meinem Video gesehen, in dem jemand erklärt hat, oder versucht zu erklären, warum Kara gar nicht so böse ist, wie viele sagen, weil manche dieses Weglachen als so von wegen, ja, das finde ich witzig genommen haben. Und der hat es dann so erklärt, dass das Weglachen eher so ist für Leute, die einfach nicht Emotionen zeigen wollen und so getan hätten, als würde es sie nicht so heftig berühren oder dabei haben sie damit nur die Trauer vertuscht. Das fand ich gar nicht so schlimm. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Das Video hat mich wirklich überzeugt, dass es gar nicht so ist, wie es immer hingestellt wird, dass Kara gar nicht so böse war. Ich finde das interessant, dass halt in der Notiz von Alphys hier drin steht, dass sie eigentlich Menschen-Tapes guckt, aber in Wirklichkeit sind das hier alle von hier. So, Tape Nummer 4. Ich mag die Idee nicht, Chris. Was? Ich weiß doch nicht, um was es geht, aber meine Ideen sind die besten. Sagt derjenige, der gestern Abend in die Küche gegangen ist und die Küchentür was anderes vorhatte und ich gegen die Küchentür gerannt bin. War die beste Idee. Klingt was? Super. Nein. Große Kinder weinen nicht. Ja, du hast recht. Nein. Ich würde dich niemals an dir zweifeln, Chris. Niemals. Ja, hoffe ich für dich. Ja, wir werden stark sein. Wir werden jeden befreien. Ich hole die Blumen. Oh oh. Chris, kannst du mich hören? Wir wollen, dass du aufwachst. Chris, du musst entschlossen bleiben. Du kannst jetzt nicht aufgeben. Du bist die Zukunft von Menschen und Monstern. Psst, Chris, bitte wach auf. Ich mag diesen Plan nicht mehr. Nein, ich hab gesagt, ich würde dich niemals an dir zweifeln. 6 Stück, nicht wahr? Wir müssen nur 6 Stück bekommen. Und wir werden es zusammen tun, richtig? Das war das Letzte. Das war irgendwie traurig. Für diejenigen, die es nicht verstanden haben, Kara hat sich mit den Butterblumen vergiftet und ja. Ja, es riecht nach süßen Limonen. Wunderschön. Sieht aber nicht sehr süß aus. Was sollen wir denn tun? Flexen. Okay, wir flexen. Wir haben hier die Muskeln angespannt. Die Muskeln von Lemon Bread, ja, shaken hier. Oh, hallo. Oh. Ich habe keine Ahnung. Aber niemand kommt. Bleib hier mit mir. Wohl, dieser Boss steht hier noch. Ups, da wollte schon sagen, dass er leicht wirkt, aber naja. Ja, da konntest du jetzt gar nichts gegen tun. Ja, wir summen mal. Eine bekannte Melodie. But nobody came. You hear the melody of. Oh Gott. Können wir nicht. ja. Was tun wir? Scream? Anhack. Oh. Oh. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Ich glaube an dich. Ja. Puh. Grad so. Ist hier irgendwo ein Speicherpunkt? Oh, ich habe keine Ahnung. Aber der eine im Bettzimmer ist nicht so weit weg. Ja, weil ich will jetzt nicht weiter irgendwelche Items verschwenden. Oh Gott. Oh, die Musik hier ist voll geil. Creepy. So, sehr schön. Gut. Wir haben jetzt 3 Schlüssel. Einer fehlt noch. Wir haben den grünen noch nicht eingesetzt. Wir haben den gelben eingesetzt und den roten. Genau. Der blaue fehlt. Und da sind wir jetzt vorbei. Okay. Wer war dran? Ich mache einfach mal. Okay. Eintrag Nummer 19. Die Familien rufen mich andauernd an und fragen mich, wenn alle nach Hause kommen. Was soll ich sagen? Ich gehe nicht mehr an das Telefon ran. Oh, Kühlschrank.
Hm, er ist leer. Ebenfalls leer. Ah, ne, Moment. Nee, der hat was. Da sind Proben drin. Ja, Proben von der... Warum? Eintrag Nummer 20. Asker hat mir heute 5 Nachrichten hinterlassen. 4 davon waren, wie böse sie alle auf mich sind. Eine über diese süße Teetasse, die er gefunden hat, die aussieht wie ich. Danke, Asgore. Das klingt so echt nach Asgore. Okay, der ist es. Ja, warum zittert der? Weil, defekt. Eintrag Nummer 21. Ich verbringe all meine Zeit auf der Mülldeponie jetzt. Das ist mein Element. Alles klar. Okay, der scheint auch irgendwelche Proben zu enthalten. Und der ist leer. Oh. Oh. You tricked me, you little bitch. Oh, it's so cold. Und die Musik ist... Das ist die aus dem Snowden Forest. Oh. Nur halt so... In creepy. Minus 12 Angriff, minus 5 Verteidigung. Snowy... Das war leicht. Heckel? Was ist Heckel? Boah, keine Ahnung. Machen wir mal einen Witz. Wir haben einen schlechten Witz über Schnee erzählt. Ja, ihr Ausdruck verändert sich. Haha, ich erinnere mich. Kannst du sperren? Nee, sieht noch nicht danach aus. Machen wir nochmal einen Witz. Ja, ihre Gesichtszüge verändern sich mehr. Haha, danke. Kann das die Mutter von Snowdrake sein? Kann gut, echt gut sein. Hab ich auch gerade nachgedacht. Sie ist komplett beruhigt. Oh, der blaue Schlüssel. Oh, perfekt. Gib! Oh, das ist der grüne. Okay. Perfekt, dann aus dem blauen rein. Na, benutzen. Und dann haben wir. Na, den blauen rein, ja. Na, deswegen, ich hab abgebrochen. Gut, es ist aber die Frage, wo kommt der blaue hin? Da bei den Pflanzen. Ah, stimmt. Bei den Pflanzen. Es ist immer ein bisschen creepy, muss man ehrlich sagen, von Alphys, dass sie überall Kameras hat, ne? Ja. Kennst du eigentlich die Theorie, dass Undyne und Sans auch Part der Experimente hier waren? Also von Sans habe ich gehört, dass er... Wo gehst du hin? Ja, falsch. Von Sans habe ich gehört, dass er mit True Lab mit Alphys hier geforscht hat, aber von Undyne... Ja, das wirst du gleich im Genocide Run sehen, weil dann die Augenklappe abfällt, glaube ich. Dann. Gut, jetzt haben wir alle 4 platziert. Zudem ist es auch so, was der letzte Spoiler ist, vielleicht kurz nicht zuhören, Alphys und Sans schmelzen, wenn sie sterben, so wie halt die Viecher hier. Okay. Wo sieht man das bei Alphys? Halt nicht Alphys, Undyne. Undyne meine ich. Blöde. Ja, Undyne ist klar. Sans. Bei Sans und Papyrus weiß man eigentlich sowieso nicht richtig, wo die herkamen. Das sagt ja die Besitzerin vom Shop, dass die beiden eines Tages aufgetaucht sind und keiner weiß, woher. So. Oh, noch mehr. Oh, okay. Das will ich nicht mehr vorlesen. Noch nicht. Oh. Sieht so aus, als könnte man hier die Power vom Aufzug wieder anschalten. Ja. Warum ist der Raum denn so creepy? Oh. Oh oh. Gegen 4 gleichzeitig komme ich nicht an. Hey, stopp! Der Gesichtsausdruck von dem Tier. Gott. Ich habe euch übrigens ein bisschen Essen mitgebracht, okay? Ja, Essen! No! tut mir leid wegen dem hier. Gott, wie übersetze ich Sassy? Sassy ist so ein spezieller Begriff. Ja, so in etwa.
ein bisschen quengelig, wie so kleine Kinder. So in etwa, ne? Wenn sie nicht pünktlich gefüttert werden. Dein Ernst? Ich glaube, sie haben die Chips gerochen, die du bei dir hast, Ich schaue auch und gerade so wie Frisk. naja. Ah, die Stromzufuhr wurde gekappt und ich habe versucht, sie wieder zurück anzuschließen. Aber es sieht so aus, als wärst du wieder ein bisschen voreilig gewesen. Oh Gott, Inconvenience. Oh Gott. Erfahrung, Nein, Inconvenience. Unannehmlichkeit. Ich hasse es, sowas live zu übersetzen, weißt du? Ich denke mal Unannehmlichkeit. Weißt du was? Ich bin jetzt einfach so toll und hol jetzt mein Wörterbuch raus. Na Leute, ganz schön dunkel hier unten, nicht wahr? Inconvenience ist eine Unbequemlichkeit, Misslichkeit, Unbill. Was ist denn die Unbill? Was ist eine Unbill? Keine Ahnung. Okay, das war für dich bestimmt nichts weiteres als eine Unannehmlichkeit. Aber ich schätze es ja, dass du hier hingekommen bist. Um mich Zu weg mir unterstützen. ja, unterstützen, ja. Wie ich mal gesagt habe, ich war erschrocken, ich war, dass ich nicht zurückkomme. Aber es ist nicht wegen diesen Jungs oder so. Ich war nur besorgt. Ich hätte zu viel Angst, die Wahrheit zu sagen. Dass ich wegrennen könnte oder so. Ah, feige. Schnauzeheimer! Ich wollte gerade feige sagen, danke. Ich glaube, ich schulde dir eine Erklärung. Wie du wahrscheinlich weißt, hat mich Askor gefragt, die Natur von Seelen zu studieren. Während meiner Recherche habe ich die Kraft der Entschlossenheit isoliert. Ich habe sie in die Körper von sterbenden Monstern injiziert, so damit ihre Seele auch nach dem Tod weiter existiert. Aber das Experiment war ein Fehlschlag. Du siehst nicht so wie normale, nicht, Yossi, im Gegensatz zu menschlichen Körpern haben Monsterkörper nicht genug physische Materie, um Ja. diese Konzentration von Entschlossenheit zu bestehen, kann uns auszuhalten. Ihre Körper fingen an zu schmelzen und sie verlieren physikalisch, was sie hatten, physisch, was sie hatten. Und bald haben die ganzen Testobjekte angefangen, sich miteinander zu verschmelzen und in diese Dinger, denke ich mal. Sie so zu sehen, da wusste ich, ich konnte ihrer Familie nicht darüber erzählen. Ich konnte niemandem darüber was sagen. Egal wie oft Leute mich danach gefragt haben. Und ich hatte Angst, noch mehr zu machen, wissentlich, dass alles, was ich je getan habe, nicht mehr als eine fürchterliche, ein fürchterlicher Fehlschlag war. Aber jetzt habe ich meine Meinung zu der ganzen Sache geändert. Ich werde allen erzählen, was ich getan habe. Das wird echt hart. Aber ehrlich zu sein, in mich selbst glauben. Ah, ich bin mir sicher, es wird Zeiten geben, in denen ich kämpfen muss. Ah, ich bin mir sicher, es wird Zeiten geben, in denen ich es wieder vergeige. Aber wissen, ganz tief in mir, weiß ich, dass ich Freunde habe, auf die ich mich verlassen kann. Ich weiß, es wird um einiges einfacher sein, auf mich mit mir zu stellen, um selbstständig zu sein. Danke.
Hallo. Kommt, Jungs. Es ist Zeit für alle nach Hause zu gehen. Können wir auf dem Weg zu McDonald's? Nee, nur Burger King. Ah, fuck. Ja, das war das True Lab. Oh. Bist du oder ich? Nimm du mal, ich habe gerade so viel gehabt. Okay, Eintrag Nummer 8. Ich habe einen Kandidat ausgesucht. Ich habe Asko noch nichts davon erzählt, weil ich damit überraschen wollte. Im Mittelpunkt seines Gartens gibt es etwas Besonderes. Die erste goldene Blume, die vor allen anderen gewachsen ist. Die Blume von, ja, der Welt außerhalb. Sie ist aufgetaucht, kurz bevor die Königin gegangen ist. Ich frage mich, was wäre, wenn etwas ohne eine Seele den Willen zum Leben generiert? Oh. Eintrag Nummer 18. Die Blume ist weg. Fuck. Foreshadowing. Ring. Es ist eine Stimme, die wir vorher noch nie gehört haben. Chris? Bist du da? Es ist eine lange Zeit her, nicht wahr? Du hast dich tapfer geschlagen. Dank dir ist alles an dem richtigen Platz. Chris, wir sehen uns bald. Ich weiß nicht, wer das war. Also ich rätsel bis heute, wer das gewesen sein könnte. Ich glaube, ich weiß es. Spoiler? Spoiler? 1, 2, 3? Sag's. Ah, wie hieß denn mal der kleine Typ? Ich hab's den Namen vergessen. Asriel. Meinst Spoiler du? Ende. Ja. Aber die Stimme war so hoch. Halt, ich geh falsch. Also, für mich ergibt es einfach nur Sinn, weil lange nicht gesehen. Ja, irgendwie schon, ne? Und wegen dir ist alles am richtigen Ort und naja. Wir werden sehen. Irgendwann mal vielleicht. Ich habe aber auch bis jetzt noch keine Erklärung dazu gelesen, wer es sein könnte. Jetzt sind wir gleich wieder vor dem Saal des Königs. Oh ja. Hier hätten sie wenigstens ein bisschen Musik machen können. Dass nicht so ganz so leise ist. Immer diese Ansprüche. Bin ich falsch? Boah, keine Ahnung. Ich bin 100% falsch. Ja, verdammte Scheiße! Goddammit! Werden bestimmt die Zuschauer schon... Chris, wo gehst du hin? Verdammt! Ja, vielleicht wäre ich mal durch die große schwarze Tür gekommen. Das ist ein Loch. Goddammit! Halt die Schnauze, Hund da unten. Hast nichts zu sagen. Ich Let's Play hier. Hund ist nicht süß, lass ihn doch. Der ist nicht süß. So. Ja. The End. Ja, das ist The End von diesem Part. Beim nächsten Mal konfrontieren wir Asgore nochmal und schauen, was sich geändert hat. Wisst ihr da noch dabei sein, oder? Mal gucken, ne? Uni stresst. Weil wenn, dann würde ich das gleich machen. Musst du wissen, ob du jetzt noch mitmachen willst. Eigentlich müsste ich jetzt was anderes machen. Ja, dann sage ich jetzt schon mal Dankeschön, dass du dabei warst. Vielleicht können wir das bei irgendeinem anderen Projekt, weil ich glaube beim Genocide Run, da wird Alphys nicht vorkommen. Ja, kann gut sein. Ich glaube nicht. Ja, dann Dankeschön und vielleicht sehen wir uns dann auch noch mal in einem anderen Projekt alle zusammen und pipapo, bla bla bla. Das war mir eine Ehre, Chris. Ja, Dankeschön. Tschüss. Hau rein.